Smart City und Industrie 4.0 kombiniert, alles in dieser Halle. Vor allen Dingen 50 Startups aus 17 Ländern zeigen ihre Geschäftsmodelle. Unsere Idee ist, mit Code N spannende junge Startups aus der ganzen Welt zusammenzubringen und die mit Industriefirmen zusammenzubringen, damit sie am Ende des Tages neue Geschäfte machen können. Wir haben ebenso zum ersten Mal mehr industrielle Partner wie die Firma Trumpf, ein Maschinenunternehmen, Laserunternehmen aus Stuttgart, KUKA, ein Roboterhersteller, sowie Salesforce, Ernst & Young und andere, die mit in der Halle sind, auch ein Energieerzeuger, die Firma NBW. Die Idee ist hier, eine Erlebniswelt zu schaffen in einem ganz anderen Hallendesign, als Sie sonst hier auf der CeBIT sehen. Hier findet ein Kongressprogramm die ganze Woche statt, hier in dem Auditorium, in dem Sie sitzen. Hier finden rund um die Halle zusätzliche Veranstaltungen, Workshops statt. Und auf der anderen Seite findet das Zusammentreffen der Startups mit Industrieunternehmen aus der ganzen Welt im Wesentlichen statt. Code N ist der Katalysator von der jungen Welt in die Industriewelt, in die Businesswelt. Um das alles ein bisschen zu veranschaulichen und um mal auf der Messe was ganz anderes zu zeigen, haben wir eine dreidimensionale Installation kreiert, extra für die Halle, extra für die Messe. RoboJob, das wird Ihnen gleich der Designer Clemens Heiser noch erläutern, was RoboJob ist. 4 mächtige Roboter produzieren individuelle Möbelstücke, die Sie alle und auf der ganzen Welt designen können und die hier in der Halle gefertigt werden. Eine wirklich super geile Installation, die richtig Spaß macht. Was ein wichtiger Punkt noch ist, ist, dass wir im Anschluss an diese Highlight-Tour einen Elevator-Pitch haben, wo die ersten Startups Ihnen der Presse schon mal zeigen, was sie können, was sie für interessante Konzepte haben und sodass Sie so ein kleines bisschen Eindruck von der Halle kriegen. Auch in der ganzen Woche soll die Halle Spaß machen. Wir haben jeden Abend Partys, wir haben am Mittwochabend die große Awardshow und wir haben am Montagabend ein Riesenessen mit 400 Leuten, das mal wieder Spaß machen wird. Worauf ich Sie ebenso hinweisen möchte, ist, morgen Nachmittag haben wir zum Thema Industrie 4.0 Vorsprung schon verspielt und ist Deutschland und Europa auf dem Weg zur Industrie 4.0. Und da haben wir Leute aus der Industrie, Dr. Peter Leibinger, Inhaber der Firma Trumpf, zusammen mit Frank Riemensberger und Markus Schweitzer von EY und noch einen Geschäftsführer von Salesforce, die miteinander und mit Ihnen diskutieren, was Industrie 4.0 ausmacht und wie die vor allen Dingen die Kombination der Industrie mit der IT-Industrie in Zukunft aussehen wird. Denn eins ist klar, die IT-Industrie liefert nur das Schmiermittel. Die Industrie wird Industrie 4.0 umsetzen. Aber wie beide zusammenkommen, wie junge Ideen in die Industrie kommen werden, das ist die Hauptaufgabe in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Denn die Industrieunternehmen brauchen hochfähige IT-Leute und müssen attraktiv sein für die Softwarewelt. Und das wollen wir auch hier in der Halle ganz klar machen, wie wichtig das Zusammenspiel ist. Denn nur dann kann Industrie 4.0 und Internet der Dinge funktionieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gebe jetzt rüber an meinen Freund Clemens, der Ihnen zeigen wird, was Code N überhaupt ist, was Sie bei RoboJob gedacht haben und auch, was das Design der Halle dieses Mal ausdrücken soll. Clemens, wo bist du? Hier. So,